Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. Es informieren Sie der Leiter der Staatskanzlei, Herr Staatsminister Dr. Florian Herrmann und Gesundheitsministerin Judith Gerlach. Herr Staatsminister Dr. Herrmann, bitte. Vielen Dank und von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats, die wie immer unter der Leitung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder im Ministerratssaal der Bayerischen Staatskanzlei stattgefunden hat. Heute hatten wir gewissermaßen einen thematischen Ritt durch fast alle Ressorts, teilweise Beschlüsse, teilweise Berichte, aber jedenfalls insgesamt eine große Bandbreite von Gesundheit und Hochwasserhilfen über Energie, Wirtschaft, Sicherheit, Schulen, Soziales und Umweltforschung, die ganze Palette. Allerdings am wichtigsten, und deshalb ist auch die Gesundheitsministerin Judith Gerlach heute hier in der Pressekonferenz, die das Thema Krankenhäuser, was ja eins der politischen Schlüsselthemen unserer Zeit ist, weil die Krankenhausversorgung die Kernerwartung der Bürger an den Staat ist und Standortfragen entscheidend sind für gleichwertige Lebensverhältnisse. Es ist auch ein emotionales Thema. Es ist ein Thema, bei dem wir an der Spitze stehen, wo der Freistaat herausragend viel macht, auch finanziell, was die Finanzierung der Investitionen, der Strukturen in den letzten Jahren und Jahrzehnten betrifft. Aber wir wissen alle, dass es auch um Reformen geht. Und zu diesem Thema wird dann nachher die Kollegin die Ausführungen machen. Von meiner Seite nur zwei, drei andere kurze Themen. Das eine ist noch einmal Hochwasserhilfe. Hochwasserhilfe in zwei Aspekten. Aspekt Nummer eins, nämlich die vom Bund versprochenen Hilfen, die nach wie vor nicht zur Verfügung stehen und nicht zur Verfügung gestellt werden. Auch bei diesem Thema lässt der Bund die Betroffenen mit nichts als leeren Versprechungen im Regen stehen. Wir haben darüber in den letzten Pressekonferenzen hier auch schon gesprochen. Fakt ist, dass der Kanzler selber, dass die Innenministerin, dass Habeck, dass Roth vor Ort waren im Hochwassergebiet und alle möglichen Versprechungen gemacht haben, aber leider nur heiße Luft und leere Hände. Insbesondere hatte der Bundeskanzler explizit Unterstützung und Hilfe angeboten. Allerdings ist nichts davon bisher angekommen, außer allerhand allerlei kindische Ausflüchte und Ausreden, die im Übrigen auch noch falsch waren. Denn der Bund selber, das Finanzministerium, hat selber in einer Anmeldung der Thematik beim Bund aufgrund des Europäischen Solidaritätsfonds die nationale Tragweite der Katastrophe jetzt im Juni, Anfang Juni in Bayern und in Süddeutschland festgestellt. Insofern sind das alles Ausreden. Und was wir jetzt machen, ist nochmalige Bundesratsinitiative. Denn es gibt ja das geeignete Instrument, den Flutaufbauhilfefonds von 2021 aufgrund der Katastrophe damals im Ahrtal. Bayern zahlt Millionenbeträge ein in diesen Fonds. Bis zum Jahr 2050 werden das 1,1 Milliarden Euro sein, aber erhält bisher nichts. Das heißt, wir wollen, dass die Zweckbestimmung dieses Fonds so angepasst wird, dass die Mittel, die dort vorhanden sind, auch auf die aktuellen Schäden in Bayern dafür bereitgestellt werden können. Das könnte der Bund auch von sich aus machen, wenn er sich länderfreundlich verhalten würde, wenn er sich auch Bayern gegenüber freundlich verhalten würde, tut er aber nicht. Deshalb werden wir das über eine Bundesratsinitiative noch einmal unternehmen. Und einfach nur zur Dimension, einfach, dass noch einmal klar wird, dass das schon eine Katastrophensituation von nationalem Ausmaß war im Juni in Bayern. Im Jahr 2013 bei dem Hochwasserkatastrophe war es ein Schaden von 8 Milliarden Euro, der sich auf 11 Bundesländer erstreckt hat. Und in diesem Jahr, 2024, reden wir von einem Schaden von 4 Milliarden,
also doppelte Schadensmenge, also hälftige Schadensbetrag, aber bei nur zwei Ländern. Jetzt können Sie sich leicht ausrechnen, was das an Schadensintensität pro Land bedeutet, insbesondere bei uns in Bayern. Also 8 Milliarden Schaden auf 11 Länder verteilt und jetzt 4 Milliarden Schaden auf zwei Länder verteilt. Also da jetzt nicht von der nationalen Tragweite der Katastrophensituation auszugehen, ist schon wirklich böswillig von Seiten des Bundes. Ich kann da nur noch einmal appellieren, vor allem an diejenigen, die hier die großen Reden geschwungen haben, als sie vor Ort waren mit den Gummistiefeln, jetzt auch einfach Taten folgen zu lassen. Dort, wo wir im Gegensatz zur Bundesregierung selber handeln können, tun wir das auch. Und das ist der zweite Punkt zum Stichwort Hochwasserhilfen, nämlich Hochwasserhilfen in der Landwirtschaft. Wir stehen hier als Staatsregierung zur Verantwortung und helfen den Landwirten und haben deshalb heute auch das Hochwasserhilfsprogramm für die Landwirte, nachdem der Überblick über den Schadensausmaß jetzt nach Ablauf dieser Anmeldefristen klar ist. Also wir haben jetzt den Überblick und deshalb wird dieses Hochwasserhilfsprogramm nochmal angepasst. Wir hatten ja im Juni im Ministerrat die Soforthilfen und die Härtefallregelungen beschlossen, um damit unmittelbar zu helfen den geschädigten Landwirten. Und jetzt ist eben der Überblick da, weshalb wir jetzt die Anpassung beschließen. Wir sind uns da der Verantwortung der Staatsregierung bewusst. Wir stehen auch zu dieser sogenannten Riedstrom-Vereinbarung aus dem Jahr 2016 und haben deshalb heute Anpassungen vorgenommen, und zwar sowohl für die Flächen und die Schadensereignisse innerhalb der Kulisse Riedstrom als auch außerhalb. Also es sind sozusagen alle im landwirtschaftlichen Bereich noch einmal berücksichtigt. Wir berücksichtigen damit also auch die besondere Situation im Bereich des Riedstroms und alle anderen Flächen, die von besonders hohem Schadensausmaß betroffen sind. Gleichzeitig fordern wir natürlich auch bei der Gelegenheit den Bund nochmal auf, endlich auch seinen Teil zu erledigen. Man muss sich insgesamt vorstellen, es sind also in Bayern 1430 Anträge eingegangen von Landwirten. Und bei 80 dieser Anträge liegt der Schaden über 100.000 Euro. Und davon liegen 37 Schadensfälle innerhalb des Gebiets Riedstromgebiet. Ja. Und was machen wir jetzt? Also wir erhöhen im Bereich der Riedstromkulisse den Ausgleichssatz von 50% auf 80%. Wer gleichzeitig die Entschädigungsobergrenze aufgehoben wird. Also die Regelung für den Riedstrombereich in Erfüllung der Riedstromvereinbarung, wir stehen zu dem, was vereinbart wurde, wird der Ausgleichssatz von 50% auf 80% der nicht versicherbaren Schäden erhöht und gleichzeitig die Obergrenze aufgehoben. Außerhalb der Riedstromkulisse, also alle anderen Gebiete, die vom Hochwasser betroffen waren und wo Schäden eingetreten sind, dort wird die Entschädigungsobergrenze von 50.000 auf 200.000 Euro angehoben, wobei der Ausgleichssatz von 50% bestehen bleibt. Aber es wird eben der Deckel deutlich angehoben, vervierfacht von 50 auf 200.000. Die Mehrkosten, die dafür anfallen, weil eben mehr erstattet werden kann, sind insgesamt in der Summe 11 Millionen Euro. Das heißt, der gesamte Mittelbedarf für Schäden im Bereich der Landwirtschaft liegt bei 32 Millionen Euro, mit denen wir den Landwirten zur Seite stehen. Bayern wird hier seiner Verantwortung gerecht. Und der letzte Punkt, den ich anspreche, ist aus dem Bereich des Kultusministeriums, nämlich bilinguale bayerisch-tschechische Schule, entsprechende Neuentwicklung dieses Schulprofils mit der Einrichtung der bilingualen bayerischen-tschechischen Schulen leisten wir einen wichtigen Beitrag zu dem, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, nämlich die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien im Bildungsbereich, da eben die Schulen durch die vermittelten Sprachkenntnisse sowie zahlreiche Austausch- und Begegnungsmaßnahmen im kulturellen Austausch und die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder dadurch stärken. Das ist uns ja ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, insbesondere die
Zusammenarbeit und das ist die Verständigung im Bereich der Jugend. Deshalb diese Maßnahmen, was bedeutet es konkret? Es bedeutet konkret, dass an verschiedenen Schulen dieses bayerisch-tschechische bilinguale Profil eingerichtet wird. Das ist eine Initiative des Ministerpräsidenten. Er hatte beim Bayerisch-Tschechischen Grenzlandkongress am 8. Juli 2024 angekündigt, dass mindestens drei derartige Schulen mit diesem Schulprofil eingerichtet werden sollen. Umgesetzt wurden jetzt sechs solche Schulen. Das ist sehr erfreulich. Das bezieht sich natürlich auf die Regierungsbezirke im Grenzbereich zu Tschechien, also Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern. Konkret sind es die Realschule in Wunsiedel, die Realschule Vohenstrauß, die Realschule Waldsassen, das Ortenburg-Gymnasium in Oberviechtach, das Josef-von-Fraunhofer-Gymnasium in Cham und die Mittelschule in Hauzenberg. Die werden also berücksichtigt und können dann ab dem nächsten Schuljahr, das wird natürlich umgesetzt werden, können dieses Profil entwickeln. Das wird mit einer einmaligen Anschubfinanzierung durch die Staatskanzlei ermöglicht von 15.000 Euro, die da angesetzt werden pro Schule. Also alles und in allem, was die Anschubfinanzierung betrifft, 90.000 Euro. Im Übrigen Stellen braucht es keine zusätzlichen und auch keine zusätzlichen Gebäude. Und dort wird dann dieses bilinguale Profil ausgeprägt, schulartspezifisch natürlich, mit dem Schwerpunkt auf die fremdsprachliche Vermittlung des Tschechischen, Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen, bayerisch-tschechische Begegnung. Mit dem soll insgesamt ein besonderes pädagogisches Profil geschaffen werden, um bedarfsgerechte pädagogische Schwerpunkte zu setzen und im bayerisch-tschechischen Grenzraum nachhaltige pädagogische Impulse zu setzen. Das geht dann natürlich über reine Sprachkurse oder Sprachunterrichtung hinaus. Das geht auch um die Stärkung neuer Schulpartnerschaften, Austausch- und Begegnungsmaßnahmen. Also alles, was dazu beiträgt, die grenznahen Begegnungen zu stärken. Und deshalb ist es wirklich eine sehr, sehr erfreuliche und sehr, sehr positive Maßnahme, die jetzt umgesetzt werden kann. Vielen Dank. Frau Staatsministerin Gerlach, bitte. Ja, meine Damen und Herren, wir haben eine sehr, sehr schwierige Lage, in der sich gerade die Krankenhäuser befinden, und zwar deutschlandweit. Der Bund lässt unsere Krankenhäuser, was die Betriebskostendefizite anbelangt, im Regen stehen, obwohl er für die auskömmliche Finanzierung zuständig wäre und diese zu regeln hätte. Der Bundesminister Lauterbach hat das in der Bild am Sonntag gesagt, es werden voraussichtlich hunderte Krankenhäuser deutschlandweit wegfallen. Diese etwas lapidar dahingesagte Aussage führt tatsächlich dazu, dass einige Krankenhäuser mit Blick auf einen kalten Strukturwandel, in dem sie sich gerade befinden, dem Ganzen zum Opfer fallen und damit unsere Krankenhausstruktur und Landschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Dazu kommt der Reformdruck, unter dem gerade die Krankenhäuser natürlich immens stehen. Der wird weiter verschärft durch die Krankenhausreform, die jetzt durch die Bundesregierung kommt. Ich will das nur von Anfang an gleich klarstellen. Die Reform selbst wird von uns unterstützt, und zwar von allen 16 Bundesländern. Das haben wir auch immer so gesagt, auch die letzten Monate. Wir haben allerdings auch viele und, wie ich finde, sehr konstruktive Vorschläge gemacht, wie man diesen Reformprozess umstrukturieren könnte und gestalten könnte und auch so, dass er machbar ist für die Bundesländer. Leider sind die Bundesregierung, aber auch letzte Woche, als es abgestimmt wurde im Bundestag, niemand auf die wichtigen Forderungen der Bundesländer eingegangen. Es wurden keine Korrekturen gemacht an der Krankenhausreform und es wurde auch keine Soforthilfe in die Hand genommen, die gerade so wichtig wäre, um überhaupt die Reform, die sich erst 2027 finanziell auswirken wird, erreichen zu können. Bis dahin brauchen natürlich die Krankenhäuser eine Art Brücke, um sich ordentlich und in Ruhe zu strukturieren. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen geschehen. Leider ist von der Bundesregierung aus dort kein Zeichen gekommen, das zu ändern. Ganz im Gegenteil, letzte Woche hat die Ampelmehrheit, die Abgeordneten der Ampelregierung, dafür gestimmt für diese Reform, ohne im Grunde genommen zu wissen, wie sich das konkret auswirkt für die Krankenhäuser in den jeweiligen Reformen. Der Bundesminister hat keine Auswirkungsanalyse vorgelegt. Das bedeutet, dass es eigentlich eine Reform im Blindflug ist, bei der man einfach hofft, dass sie irgendwie funktioniert. Bewiesen ist das Ganze allerdings nicht. Wir sind sehr besorgt über diese Vorkommnisse, vor allem aber darüber, dass natürlich der ländliche Raum, der bei uns in Bayern eine große Bedeutung spielt und
ein anderes Konstrukt notwendig ist als jetzt zum Beispiel in einem Stadtstaat wie Hamburg. Die brauchen andere Voraussetzungen, ein anderes Raster, als ich jetzt das zum Beispiel in Niederbayern hier bei mir in Bayern anwenden könnte. Dementsprechend haben wir uns alle Bundesländer darauf verständigt und darum bemüht, dass es Änderungen gibt und mehr Beinfreiheit für die Bundesländer. Wir werden uns deswegen im Bundesrat da auch noch mal ganz gezielt einsetzen und vor allem versuchen, den Vermittlungsausschuss einzusetzen. Was können wir jetzt aber hier in Bayern tun? Und da komme ich zu dem 7-Punkte-Plan, den ich heute dem Kabinett zur Abstellung gestellt habe. Zum einen wollen wir uns durch die Reform nicht einfach durch einen Raster pressen lassen oder ein Raster, das der Bund vorgibt, einfach überstülpen lassen. Das heißt, wir werden im Bundesrat noch für Ausnahmen kämpfen, für diese starren Strukturvorgaben des KHVVG. Und wir unterstützen aber gleichzeitig hier bei uns in Bayern mit Datengrundlagen, bayernweit, aber auch regional, um Umstrukturierungsprozesse anzustoßen, die dann auch für die Zukunft tragfähig sind. Zum anderen wählen wir eine komplett andere Herangehensweise als der Bund mit seiner Reform. Die Herangehensweise vom Bund war bisher im Grunde genommen von einem Wechsel zwischen Konfrontation und Ignorieren von Ideen der Bundesländer, aber vor allem auch der Krankenhausträger geprägt. Wir wollen es anders machen. Wir wollen gemeinsam und vor allem im Schulterschluss mit allen Beteiligten die Umstrukturierung gestalten, und zwar in einem sehr kooperativen Prozess. Bayern baut deswegen die Unterstützung für seine Krankenhäuser bei den anstehenden Umstrukturierungen weiter aus. Deswegen dieser 7-Punkte-Plan. Ziel ist es, dass trotz der aktuellen Probleme vieler Krankenhäuser auch künftig die Menschen, und zwar flächendeckend bei uns im Freistaat, medizinisch gut versorgt werden. Deshalb steht der Freistaat den Kliniken bei den notwendigen Strukturveränderungen als enger Partner zur Seite. Ich habe deswegen in den letzten Monaten sehr viele Gespräche geführt, Abstimmungsrunden abgehalten, um auch in dieser schwierigen Gemengelage, die schwer zu planen ist und auch finanziell sehr schwierig ist, Hilfestellungen herauszukristallisieren, die die Krankenhausträger vor Ort in dem Reformprozess auch tatsächlich zu unterstützen. Allen voran möchte ich dem Bayerischen Städtetag, aber auch dem Bayerischen Landkreistag danken, ebenso der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, die dabei war, und die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern für alle Anregungen, für das konstruktive Mitwirken in den letzten Wochen und Monaten. Natürlich gibt es auch da unterschiedliche Interessen, aber ich meine, wir haben gute Ansätze, wir haben gute Angebote gefunden, die einen kooperativen Prozess zur wirklich auch praxisorientierten Ausgestaltung der anstehenden Umstrukturierung ermöglichen. Und das unterscheidet sich eben ganz erheblich von den bisherigen Reformvorhaben des Bundesgesundheitsministers. Wir wollen hier gemeinsam arbeiten, wir wollen lösungsorientiert arbeiten und den Anpassungsprozess in der Krankenhauslandschaft wirklich aktiv begleiten. Nun ganz konkret zu den 7 Punkten, wie wir die Krankenhausträger, die Klinikträger, die Kommunen bei der weitigen Umstrukturierung unterstützen und stärken können. Erstens, wir brauchen mehr Daten für ein klares Bild, und deswegen haben wir für die Verantwortlichen vor Ort, also die Kommunen und die Krankenhausträger, eine einheitliche bayernweite Datengrundlage geschaffen. Dafür haben wir bei allen Kliniken in Bayern im August eine Abfrage durchgeführt, und diese Datengrundlage, die wir jetzt haben, die sorgt, soweit dies das vom Bund zu, also die stellen ja noch ein digitales Tool zur Verfügung zur Einordnung der Kliniken und der Leistungen der Kliniken, soweit es daneben möglich war, schafft es Klarheit für die Regionen mit aktuell vorgehaltenen und vor allem zukünftig zu erwartenden medizinischen Leistungsangeboten samt der Notfallversorgung, um darüber einen Überblick zu bekommen. Alle Beteiligten müssen sich auf die Krankenhausreform des Bundes einstellen und damit natürlich auch auf andere Leistungsfelder, die sogenannten Leistungsgruppen, die zukünftig noch angeboten werden können. Und natürlich versuchen wir über den Bundesrat zwar noch mehr Beinfreiheit und noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu erlangen, aber im Grundsatz gilt es, sich auf die kommenden Leistungsgruppen und die mit ihnen verbundenen Strukturvoraussetzungen, die da auch kommen, einzustellen. Mit unserer Datengrundlage geben wir wichtige Anhaltspunkte für die Zukunftsplanungen der Krankenhäuser, weil damit klar wird, wo sie aktuell stehen und wo sie sich natürlich auch hinentwickeln können, um den künftigen Vorgaben aus der Krankenhausreform dann auch zu besprechen. Das ist ganz wichtig für den weiteren Verlauf. Die Auswertung der von den Kliniken gelieferten Daten, die erfolgt gerade, und diese Daten werden dann eben Grundlage der Beratungen der beteiligten Akteure vor Ort sein. Zweitens wird eine Patientenprognose sein.
für ein sehr zielgerichtetes, auch regionales Angebot. Wir stellen also ein bayernweites externes Gutachten zur Darstellung des gegenwärtigen Versorgungsbedarfs und zur Prognose der künftigen Patientenzahlen zur Verfügung. Dabei werden unter anderem die Bevölkerungsentwicklung, aber zum Beispiel auch die Ambulantisierung der medizinischen Leistungen je nach Region, das ist sehr unterschiedlich, berücksichtigt. Das war vor allem der Bayerischen Krankenhausgesellschaft sehr wichtig, aber auch der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen, weil man so einfach bayernweit eine möglichst realistische Einschätzung darüber bekommt, welche Krankenhausbehandlungen in den einzelnen Regionen in den Jahren 2030 bis 2035 in den verschiedenen Fachrichtungen und künftigen Leistungsgruppen dann auch wirklich zu erwarten sind. Damit erhalten die Krankenhausträger eine ganz detaillierte Hilfestellung und eine einheitliche Basis für die Zukunftsüberlegungen. Zur Umsetzung des Gutachtenauftrags läuft jetzt aktuell unsere Ausschreibung. Drittens haben wir die Leitplanken für die Schlüsselbereiche. Das war vor allem den Kommunen ein großes Anliegen. Das heißt, wir geben den Krankenhausträgern Leitplanken für die zukünftig vorzuhaltenden Leistungsangebote in ganz besonders wichtigen medizinischen Bereichen an der Hand. Das betrifft zum Beispiel die Geburtshilfe, das betrifft die Pädiatrie, also Kinder- und Jugendmedizin, aber auch die Notfallversorgung in ihren verschiedenen Ausprägungen, ob das jetzt die Basisnotfallversorgung zum Beispiel ist oder auch die Tracer-Diagnosen, die ja auch abgesichert sein müssen, sodass man durch diese Leitplanken sehr genau sagen kann, wo man was vorhalten muss und wo wir etwas nicht abschmelzen können. Bei Bedarf, und da geht mein herzlicher Dank an den Kollegen Joachim Herrmann, den Innenminister, der den Rettungsdienst verantwortet und uns hier in der Umstrukturierung insofern unterstützt, als wir schauen werden, wie der Rettungsdienst mit Blick auf veränderte Krankenhausstrukturen angepasst werden muss, einschließlich auch der Luftrettung. Viertens, das sind die Regionalgutachten für die regionalen Bedürfnisse. Wir als Bayerisches Gesundheitsministerium finanzieren den Krankenhausträgern Regionalgutachten, um sie bei ihren Überlegungen zu der künftigen Sicherung, wie die Versorgung vor Ort aussehen soll, im ländlichen Raum zu unterstützen. Damit haben die Träger die Möglichkeit, sich mithilfe externer Experten die bestmögliche Basis für anstehende Umstrukturierungen in der Region zu schaffen. In diese Überlegungen, wer künftig welche Leistungen einbringen soll, werden wir auch zukünftig die Universitätsklinika einbeziehen, weil es ganz wichtig ist, in der Planung eben auch zu sehen, wie sieht das Komplettgeflecht aus und nicht nur Einzelteile der Krankenhauslandschaft. Wir haben das dazugehörige Förderprogramm, wo wir mit von 2024 bis 2028 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, die Gutachten finanzieren. Bisher haben das auch 12 Regionen schon angenommen. Wir haben also 12 Anträge auf Förderung dieser Gutachten und 5 davon werden bereits gerade umgesetzt. Fünftens ist die Anpassung und Debatten, die wir anstoßen wollen, die sogenannten Regionalkonferenzen. Wir werden als Bayerisches Gesundheitsministerium bei Bedarf Regionalkonferenzen zu den künftigen Krankenhausstrukturen anstoßen und vor allem inhaltlich begleiten. Was ist damit gemeint? Viele Krankenhausträger und Kommunen haben sich längst auf den Weg gemacht. Sie haben zumindest eine Prüfung der jeweiligen Strukturen veranlasst und schauen sich das genau an, wo sie sich hinentwickeln wollen. Es kann aber auch sein, dass Krankenhausträger vor Ort vielleicht noch nicht handeln, obwohl aus unserer Sicht eine Strukturanpassung nötig ist. Dann werden wir als Gesundheitsministerium auf die betreffenden Krankenhausträger bzw. Kommunalpolitik zugehen und eine Prüfung der anstehenden Klinikstrukturen anregen. Wir finanzieren nicht nur die Gutachten, sondern wir finanzieren dann auch externe Moderatoren, die diesen Dialog mitbegleiten werden. Dabei sollen bei den eben angesprochenen Regionalgutachten eben auch die Universitätsklinika im erforderlichen Umfang mitwirken. Sechstens, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, ebenso unserem Ministerpräsidenten, wir wollen eine verstärkte politische Rückendeckung für die Entscheidungsträger vor Ort. Die Umstrukturierung, und das ist ein sehr sensibler Bereich, gerade im Krankenhausbereich oder alles, was mit Gesundheitsversorgung zu tun hat, die können natürlich in der Bevölkerung sehr viel Unsicherheit, aber auch sehr viel Sorgen auslösen. Das ist auch verständlich. Klar ist, die Entscheidung für die notwendigen Umstrukturierungen, die liegen natürlich beim Krankenhausträger vor Ort. Die Krankenhäuser sind keine nachgelagerten Behörden vom Freistaat. Die Staatsregierung möchte aber darüber hinaus trotzdem die kommunalpolitisch Verantwortlichen weiter noch mehr unterstützen, politisch auch mehr unterstützen. Es ist das eine, wenn wir als Gesundheitsministerium sozusagen unseren Stempel aufsetzen und als Behörde sagen,
dass dieser Prozess in Ordnung ist und dass der klar geht. Etwas anderes ist tatsächlich, wenn wir die Ergebnisse von Strukturierungsüberlegungen, die vor Ort getroffen werden und die mit erheblichen Veränderungen für die Versorgung vor Ort einhergehen, dass wir die dann auch im Kabinett bestätigen. Das heißt, auf Wunsch der kommunalen Ebene beziehungsweise auch auf Vorschlag von uns als Gesundheitsministerium kann dieser Fall im Kabinett besprochen werden und damit auch bestätigt werden. Und damit wird das politisch flankiert nach außen und auch als Unterstützung an den grundsätzlichen Verantwortlichkeiten ändert sich zwar insofern nichts, es ist aber eine politische Unterstützung und Rückendeckung von Staatsministerium, nicht nur von Staatsministeriumsseite, sondern von Seiten der Staatsregierung, um dort zu unterstützen. Siebtens, keine Rückforderung von Fördermitteln bei der Nutzungsänderung. In Absprache und mit Hilfe unseres Finanzministers Albert Füracker wird der Freistaat Krankenhausträger größtmöglich von der Rückforderung noch nicht abgeschriebener Fördermittel entlasten. Das heißt, wenn ein Krankenhausträger die geförderten Krankenhausimmobilie im Zuge der Umstrukturierung anderweitig nutzen möchte, etwa für einen anderen gesundheitlichen oder pflegerischen Bereich, dann muss die Förderung nicht zurückgezahlt werden. Der Finanzminister wird, wofür ich sehr dankbar bin, in der nächsten Zeit gemeinsam noch mit den kommunalen Spitzenverbänden prüfen, ob dieser Verzicht auf die Fördermittelrückzahlungen noch auf andere Nachnutzungen ausgeweitet werden kann. Das ist deswegen so wichtig, dass dort keiner gehindert ist, diese Umstrukturierung weiter voranzutreiben und sich keiner gehindert sieht, aufgrund von Fördermittelrückzahlungen dort nicht tätig zu werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ganze Prozess tatsächlich eher einem Marathon, denn einem Kurzstreckensprint gleicht. Wir werden alle einen sehr, sehr langen Atem brauchen im Umbau des Systems. Deshalb baut Bayern seine Unterstützung für die Krankenhäuser weiter aus. Wir stärken die Krankenhauslandschaft in Bayern und geben vor allem Stabilität und Hilfestellung in durchaus stürmischen Zeiten für die stationäre Versorgung. Das machen wir, weil die oberste Priorität unserer Gesundheitspolitik das Wohl und vor allem die verlässliche Versorgung der Patientinnen und Patienten in Bayern ist. Durch die Krankenhausreform des Bundes werden die Herausforderungen ehrlich gesagt nicht kleiner, eher größer. Umso wichtiger ist es, dass wir dort jetzt gemeinsam handeln. Aufgrund der Bedeutung, mein Kollege Florian Herrmann hat es vorhin schon angesprochen, aufgrund der Bedeutung des Themas werde ich am Donnerstagmorgen dazu im Bayerischen Landtag auch eine Regierungserklärung abhalten, wo ich die 7 Punkte nochmal sehr intensiv, sehr detailliert darstellen werde, aber auch auf die grundsätzliche Problematik und Krankenhausstruktur und Landschaft eingehen werde. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Christoph Frey von der Augsburger Allgemeine. Eine Frage an die Frau Gerlach oder beziehungsweise zwei. Das eine könnten Sie, Sie haben gesagt, es wird ein Marathonlauf. Könnten Sie die zeitliche Schiene noch mal ein bisschen erklären? Also bis wann sollen diese Patientenprognosen da sein? Bis wann sollen diese Regionalkonferenzen laufen? Also dass man so ein bisschen einen zeitlichen Rahmen hat. Und die zweite Frage auch dazu, der Herr Lauterbach hat ja schon gesagt, in deutschlandweit seien es hunderte Krankenhäuser zu viel. Was gibt es von Ihnen eine Einschätzung, wie viele Krankenhäuser es denn in Bayern zu viel geben könnte? Ja, fand ich etwas spannend, seine lapidare Aussage, dass es Hunderte zu viel sind. Das bemisst man vielleicht dann sehr eng darauf, dass Ballungsräume, teilweise Krankenhausstrukturen da sind, wo man Kürzungen oder Straffungen oder Zentralisierungen machen könnte. Ich muss aber den Blick auf mein Bundesland haben und wir leben in einem Flächenstaat. Das heißt, ich habe da durchaus weite Teile, die sehr ländlich geprägt sind und da lässt sich ehrlich gesagt nichts wegnehmen, weil wenn ich da ein Krankenhaus mal lapidar wegstreichen würde, würde sich halt keins mehr dort befinden und damit eben auch keine Grundversorgung, die so dringend notwendig vor Ort ist. Es ist die eine Sache, mit einer Reform zu schauen, dass sich Spezialisierungen ergeben, die Sinn machen, weil jeder Mensch kein Problem damit hat, eine Viertelstunde länger zu einer Hüft-OP zu fahren. Ich habe aber ein Thema damit, wenn ich Grundversorgungsstrukturen, wenn die mir wegbrechen im ländlichen Bereich, die ich dringend brauche, weil ich jemanden mit einem Schlaganfall nicht zumuten kann, dass er 1,5 Stunden fährt, nur weil er dann irgendwann wieder mal ein Universitätsklinikum erreicht. Also von daher ist dort zu unterscheiden und das ist eben auch unsere Kritik deutschlandweit, dass dieses Raster ohne die Ausnahmen dazu führt, dass wir zu enge Vorgaben haben und damit natürlich auch zu eng und zu
strikt die Krankenhäuser beschneiden müssen. Und dann kann es natürlich auch dazu führen, dass einige nicht nur aus finanzieller Hinsicht, sondern weil es sich schlicht nicht mehr für sie lohnt, weil wir ihnen die Leistungsgruppen nicht mehr zuteilen kann, dass dann das ein oder andere Krankenhaus aus diesen Gründen schließt. Und um das zu verhindern, versuchen wir eben diese Ausnahmen noch über den Bundesrat zu bekommen und diese ausweichenden Kooperationsmöglichkeiten, die wir als Bundesländer brauchen. Das war jetzt keine Antwort, ob es eine Zahl, ob es eine Schätzung von Ihnen gibt. Da müssten Sie den Herrn Lauterbach fragen. Der hat das ja in den Raum gestellt, dass hunderte Krankenhäuser wegfallen. In Bayern soll keins wegfallen. Ja, wir haben keine Folgen. Wir haben keine Folgenabschätzung vom Herrn Lauterbach bekommen. Das heißt, er hat in der Bild am Sonntag verkündet, dass hunderte, ich meine, was heißt das, hunderte Krankenhäuser wegfallen. Wir haben keine Folgenabschätzung bis heute nicht. Das wurde ja letzte Woche im Bundestag abgestimmt. Er hat uns keine Folgenabschätzung vorgelegt, wo er beweisen kann oder wo er zeigt, wie sich seine Reform konkret auswirkt mit auf die jeweiligen Krankenhäuser. Deswegen wäre das jetzt unseriös, wenn ich Ihnen eine Zahl für Bayern nennen würde. Zu Ihrer ersten Frage, was den Zeithorizont anbelangt. Die Reform selbst kommt zwar jetzt und sie wird natürlich jetzt auch vollzogen und diskutiert und muss geschaut werden, wie wer was eingeteilt bekommt. Allerdings die finanzielle Auswirkung zeigt sich erst 2027. Also erst dann wird sozusagen die Reform auch finanziell scharf geschaltet. Und das ist ja eigentlich das Interessante auch, weil vorher ist es reine Planung, danach gilt es dann und wirkt es. Bis dorthin ist der Marathon einer, der für jedes Klinikum sehr unterschiedlich läuft. Also in manchen Regionen haben sich einfach schon Umstrukturierungen ergeben oder Zentralisierungen ergeben. Die sind teilweise schon weiter oder schon gut aufgestellt. Da muss vielleicht nur noch ein wenig nachjustiert werden. In anderen Bereichen muss noch viel großflächiger etwas getan werden. Einige haben schon ein Gutachten gemacht, andere brauchen es gar nicht. Teilweise sind die ganz gut umstrukturiert, haben aber teilweise das Problem, dass sie gerade erhebliche Defizite haben aufgrund der Betriebskosten. Aber da hilft mir das schönste Gutachten dieser Welt nichts. Das muss der Bund einfach klären mit den Betriebskosten. Also von daher haben wir da eine sehr unterschiedliche Gemengelage. Wenn Sie zu unseren Gutachten fragen, die bayernweite Datengrundlage, die wir jetzt erhoben haben, die ist jetzt in den letzten Zügen. Wir müssen jetzt noch ein paar Dinge anpassen, weil letzte Woche durch den Bundestag sich einige Änderungen noch mal ergeben haben. Durch die Änderungsanträge, über die die Ampelregierung dann abgestimmt hat. Die wird jetzt noch eingepreist und dann ist es innerhalb der nächsten Tage, wenigen Wochen, ist die fertig, diese erste Datengrundlage. Die zweite mit den Patientenströmen und der Patientenentwicklung, die wird frühestens im Frühjahr 25 fertig sein. Da sind wir jetzt gerade in der Ausschreibung und die wird dann vom jeweiligen Anbieter ausgearbeitet und stellt dann dort zur Verfügung. Was aber keinen daran hindert, vor Ort mit dieser großen bayernweiten Datengrundlage und mit den kleinen Regionalgutachten sich nicht schon zu überlegen, in welche Richtung kann es gehen mit den Leistungsgruppen und wo können wir dorthin steuern. Also da muss keiner auf die Patientenversorgungsströme warten. Das hindert uns nicht daran, in anderen Bereichen tatsächlich uns schon auf den Weg zu begeben. Das ist argumentativ natürlich nochmal ein on top zu sehen, wo sind welche Patientenströme und was lohnt sich für mich als Krankenhaus einfach auch noch in Zukunft aufrechtzuerhalten oder wo muss ich vielleicht sogar noch mehr tun und wo kann ich ausbauen. Nächste Frage, Thorsten Fricke, Sudetendeutsche Zeitung, bitte. Gedrückt halten. Gedrückt halten, gut. Frau Ministerin, weniger Krankenhäuser heißt ja nicht, dass es weniger Patienten gibt. Inwiefern wird die Last dann jetzt getragen werden müssen vom niedergelassenen Bereich, von den Hausärztinnen und Hausärzten? Und der Grenzlandkongress ist schon angesprochen worden. Da ist vereinbart worden, eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung mit Tschechien. Inwieweit ist das jetzt gefährdet? Also was die ambulante Versorgung anbelangt, haben wir das von Anfang an kritisiert, dass sie nicht mitgedacht wurde. Weil wenn ich den stationären Bereich zusammenschmelze und mehr zentralisiere, das heißt ja immer spezialisiere, aber das ist auch schön und gut, aber ist vielleicht auch ein bisschen ein Euphemismus dafür, dass ich halt weniger zur Verfügung stelle später, aber gleichzeitig den ambulanten Bereich nicht stärke, ist das tatsächlich ein Problem. Das haben wir mehrfach angemerkt beim Bund und haben dort auch gebeten, die Ärzteschaft mit einzubeziehen. Am Ende des Tages wurde in die Reform eigentlich keiner richtig einbezogen. Also sowohl die Krankenhausträger als auch Bundesländer wie auch andere Beteiligte fühlen sich nicht beteiligt an diesem Reformprozess und damit auch nicht mitgenommen in der jeweiligen Bedürfnislage, die sie haben. Trotzdem ist es so,
dass natürlich von den Patienten her natürlich schon Ambulantisierungseffekte zu sehen sind. Und wir haben teilweise zu wenig Personal in den Krankenhäusern. Das heißt, bevor ich irgendwelche Betten leer stehen lasse, kann da natürlich schon überlegt werden. Und das sind ja die Umstrukturierungsüberlegungen, wie kann denn ein Klinikum sich so aufstellen, dass es auch tatsächlich belegt werden kann durch das Personal und so ausgerichtet ist vom Leistungsportfolio, dass es ausgelastet ist und dann auch ordentlich finanziert werden kann. Und darum gehen diese Überlegungen und die sind auch richtig. Trotzdem muss man natürlich schauen, dass uns nicht eine Versorgung wegbricht. Sie sprechen den tschechischen Grenzbereich auch an. Auch da, ja, dass man dort einfach auch schaut, wie können wir uns dort absichern. Und da sieht es einfach nicht wie im Stadtstaat Hamburg aus, wo ich vielleicht fußläufig ständig ein neues Krankenhaus vorfinde. Das ist eben zum Beispiel in der Oberpfalz etwas anders. Und darum kämpfen wir und diskutieren noch im Bundesrat über solche Ausnahmen und diese Strukturen einfach weiterhin ja auch im Blick zu halten, dass sie nicht kaputt gehen. Als nächstes Peter Queton vom Bayerischen Rundfunk. Ich hätte drei Fragen, zwei an Herrn Herrmann und eine an Frau Gerlach. Herr Herrmann, diese Erhöhung der Entschädigungen, ist das jetzt ein einmaliger Vorgang, jetzt für den Bereich Riedstrom, oder soll das auch künftig so gehandhabt werden? Wie sieht es da aus? Und die zweite Frage wäre, es wurden ja in dem Bereich auch Felder absichtlich überschwemmt, um Ortschaften zum Teil zu retten. Ja, gilt das nun als menschengemachtes Hochwasser und fällt damit gar nicht unter die eigentlichen Hochwasserschäden oder wie geht man damit um? Und an Frau Gerlach hätte ich die Frage, wie ist denn das mit der Gründung und Ausbau von Universitätskliniken? Inwieweit gefährden die denn nicht möglicherweise benachbarte Häuser oder in der Umgebung möglicherweise auch welche in kommunaler Hand? Vielen Dank, Herr Queton, für die beiden ersten Fragen. Also zunächst einmal klar, es geht um das aktuelle Schadensereignis vom Juni. Punkt. Also darum ging's. Gleichzeitig wurde die Riedstromvereinbarung von 2016 gewissermaßen angewendet und hinter der steht ja so ein bisschen der zweite Teil Ihrer Frage, nämlich dieses Thema menschengemacht, ja oder nein, was versteht man darunter? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Und deshalb ist im Endeffekt die Lösung, die jetzt gefunden wurde, gewissermaßen salomonische Lösung auch dieser Frage, die somit einfach hintangestellt wurde. Und man einfach jetzt sagt, es gibt diese Schäden, wir lassen die Landwirtschaft hier nicht im Stich. Das sind zum Teil erhebliche Schäden, über 100.000 Euro. Deshalb verändern wir das Hilfeangebot, so wie wir es jetzt eben gemacht haben, und um damit den Sorgen und den konkreten Schäden der Landwirte entgegenzukommen. Im Übrigen sagt das sozusagen zu dieser dahinterliegenden Frage weiter nichts aus. Oder wenn Sie da weitergehende Fragen haben, müsste das Umweltministerium beantworten, weil alle Details weiß ich dann auch nicht. Zu den Universitätskliniken, die gefährden niemanden, ganz im Gegenteil. Wir sind ja froh, dass wir dort wirklich hochspezialisierte, ausgezeichnete Medizin anbieten können. Gerade wenn man das Zusammenspiel mit dem ländlichen Bereich anschaut, dann ist das gar nicht so entscheidend. Das Zusammenspiel ist meistens in dem um das Klinikum herum. Deswegen sind die auch einzubeziehen in die Gutachten dann vor Ort und in die Überlegungen, was bildet das Universitätsklinikum ab, was können Kliniken außenrum abbilden und wie kann man dort sich vielleicht noch besser absprechen und noch besser aufeinander abstimmen. Aber wenn es darum geht, eine Klinik zu haben, die sehr ländlich liegt und wo jetzt kein unmittelbares Erreichen ist vom Universitätsklinikum, da hilft mir das nichts zu sagen, ja, in 2 Stunden Entfernung liegt doch ein Universitätsklinikum, fahren Sie doch bitte dorthin. Also die ländlichen Bereiche, die weiter weg liegen vom Universitätsklinikum, sind dadurch nicht gefährdet, aber die sind eben gefährdet über diese Vorgaben, über diese schematischen, die jetzt vom Bund kommen, weil die teilweise die Vorgaben nicht erreichen und dann keine Leistungsgruppen zugeteilt bekommt. Wenn sie die nicht zugeteilt bekommen, werden sie nicht finanziert und dann gehen sie vom Netz. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank und damit schließe ich die Pressekonferenz.